Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Two Point Hospital, Freunde. Und weiter machen wir an der Stelle. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, jetzt ist schon wieder das Geld weg. Ich hatte gerade 30.000, aber irgendwie haben wir gerade wieder Geld verloren. Ich habe jetzt aber die Aufnahme angemacht, denn unsere Auszeichnung ist an. Die jährliche Auszeichnung sind drin und die wollen wir euch will ich euch natürlich zeigen. Eigentlich, achso, ich muss Play drücken. Und da öffnen wir alle und wir haben... Zumindest 4 von 8 ist gar nicht so schlecht. Aufsteigender Stern. Hier, Arbeitgeber des Jahres. Keine Todesfälle, ne? Also bis jetzt läuft es ganz gut. Jetzt müssen wir natürlich... Ah, hier sind 36.000. Das heißt, ich kann jetzt endlich unsere Entleuchtungsklinik bauen, Freunde. Das, Na, was mache ich denn? Nein, 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 nein. 3x3. So, dann brauchen wir eine Tür. Dann brauchen wir den Deluxe-Entleuchter natürlich. Den können wir dann sogar wieder verbessern. Wir haben ja Hausmeister, wo das können. Noch eine Konsole. Abfalleimer. Ja, für die Birnen, ne? Feuerlöscher, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Heizkörper. Oh, ich glaube, das habe ich da drüben vergessen. Da muss auch ein Heizkörper noch rein. So. Das vergesse ich nämlich ganz gern, das wisst ihr. Unser Poster der Entleuchtung. Wo passt es rein, wenn nicht hier? Und jetzt mal gucken. Ich will mal ein paar Sachen. Wir haben ein bisschen Geld. Desinfektion. Steril, aber etwas klebrig. Ja, erhöht die Hygiene. Klimaanlage brauchen wir hier nicht, tatsächlich. Eine Kaffeemaschine. Oh. Eine Quelle von Koffein rein. Komm, gib mir. Und dann, ja, noch mehr Pflanzen wäre cool, aber... Oh, anatomisches Modell. Aber das ist ganz schön teuer. Ein Sehtestposter. Ja, komm. Das holen wir uns noch. Das war nicht so teuer. Aber das werden wir jetzt hier nicht aufstellen. Das stellen wir mal irgendwann auf. Wir machen hier noch zwei Fenster rein. Trinkbrunnen vielleicht. Ich will hier auf 3 kommen wieder. Haben wir jetzt. Zack. Und los geht's. Jetzt haben wir das gebaut und da möchte ich eigentlich noch relativ schnell jetzt, oder eigentlich gleich, wenn es irgendwie geht, eine Arztpraxis bauen. So hier. Denn wir wissen, wir haben gesehen, dass es alles ein bisschen, ja, schwierig ist, ne? Wir haben nämlich ganz schön viele Leute hier, wo zu unseren Ärzten wollen. Deswegen, ja, schwierig. Achso, jetzt habe ich... Ach, egal. Gut, machen wir hier noch eine Pflanze hin. Ein Sehtest, komm. Können Sie gucken, ob Sie noch lesen können oder nicht. Und... Ja, wir sind nur Stufe 2, aber ist egal. Und ich würde sagen, wir sollten hier noch ein paar Bänke... Jetzt habe ich gerade ein bisschen geleckt, aber gut. Solange es nur ein bisschen ist, nicht wie in der einen Folge. Was war denn das, die vierte Folge oder was? Wo ich bis... Oh, ne, jetzt haben wir einen Todesfall. Ach, nö. Das ist nicht gut. Ah, so war das nicht geplant. Gut, dann haben wir das... Ach, jetzt fängt's an. Natürlich. Jetzt sterben sie uns alle weg. Warum stirbst du? Kannst du mir das eventuell kurz sagen, was du hattest? Schlechtes Bauchgefühl. Naja. Ich wollte aber einstellen. Ein paar Ärzte. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch welche. Zumindest da ein... Da arbeiten sie. Also wir haben jetzt schon... Wie sieht es denn hier aus? Hier scheint es wieder einigermaßen zu gehen. Aber hier ist halt... Arztpraxen sind echt überlaufen bei uns. Wir haben 18 wartende Patienten. Das ist nicht cool. So, wir müssen mal Weiterbildung benötigt. Nee, nicht jetzt. Wir müssen jetzt erstmal Geld bekommen. Wir brauchen jetzt Kohle. Graue Anatomie. Existenzkrisen führen häufig zu völliger Verblassung. Dies kann mit Farbtherapie behandelt werden. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung schicken. Ja, nice. Nee, es gibt jetzt nicht mehr Geld. So, ist da... Oh, da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Aha. Aha. Okay. Oh, bisschen blau. Okay, sieht das schon gesünder aus. Kommt noch was? Oh. Er ist aber nicht geheilt, oder? Nee. Er ist nicht geheilt. Behandlung fehlgeschlagen. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen. So hätten wir uns den ersten Stern.
Heile 10 Patienten. Normalerweise mache ich keine Vorschläge, aber neulich hatte ich diese geniale Idee und muss dauernd darüber nachdenken. Was, wenn wir Leute heilen würden? Wäre das nicht cool? Tabitha Pams, du bist ein helles Köpfchen. Das muss man einfach mal sagen. Dreckiges Mundwerk. Unser Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen heraus. Passiert, wenn man verbal ins Klo greift. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Zur Apotheke. Haben wir kein Problem. Jetzt brauchen wir aber noch jemand mit Farbtherapie, denn ich möchte das eigentlich in dieser Folge abschließen, aber jetzt müssen wir wieder warten, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ah, hier geht's. Also die Diagnose, die allgemeine Diagnose hat sich erholt. Es sind nur noch zwei Wartende, aber das hier ist halt schon hart. Ich kann doch aber jetzt nicht noch mehr. Soll ich noch einen Raum bauen? Das ist ein Riesenkomplex. Wenn wir das alles vollgepumpt haben, dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel läuft. Denn irgendwie habe ich manchmal doch ein paar Ruckler drin. Ich weiß nicht warum. Aber gut, wir werden sehen. So, der muss auf Toilette. Ja gut, das ist halt jetzt ein weiter Weg von da nach da hinten. Ne? Das ist ein bisschen blöd, aber... Müssen sie durch. Kriegen wir es jetzt langsam ein bisschen in den Griff? Ich hoffe es ja. Ja, jetzt muss der Arzt natürlich auf Toilette. Ich bestell mal noch einen ein. So. Oh. Ja gut, jetzt waren es zwei auf einmal. Macht aber nichts. Ich glaube, Ärzte brauchen wir. Kohle machen wir jetzt langsam wieder. Es war halt ein bisschen viel. Da stirbt jemand. Was hattest du? Müde Knochen. Ja, es hat lange wieder gut funktioniert und jetzt auf einmal sterben uns wieder alle weg. Wir haben keine besseren Patienten. Wir könnten natürlich mal unsere Ärzte... Nein, Lehrlingstisch. Unsere Ärzte hier ein bisschen verbessern. Oh. Psychiatrie 2. Das hört sich gut an. Da nehmen wir auch Geld in die Hand und tun beide hier reinstecken. Ich hoffe, dass wir nicht gerade so viele Patienten haben, die hier... Da ist so niemand drin, da ist einer und da wartet, doch, da wartet jetzt einer. Ja, das ist dumm gelaufen. Ja gut, müssen wir halt jetzt warten. Ja, ich, und da ist ein Geist. Wo ist unser, Moment, du hier, du bist Geisterjäger. Komm mal mit, da ist ein Geist, kümmer dich. Zack, und los geht's. Und hier fehlt schon wieder ein Arzt, ne? Notfall graue Anatomie. Ja, das ist gut, das brauchen wir, denn wir müssen ja trotzdem einheilen. Und von 7 werden wir wohl einheilen können. So, jetzt mal gucken. Wo sind unsere ganzen Ärzte? Warum rennst du hier rum? Macht Pause. Nee, du machst jetzt keine Pause, du gehst jetzt hier rein. Verdammt. Die mit ihren Pausen. Oh, es ist kalt hier drin. Habe ich gerade gesehen. Macht auch Sinn. Wir sind ja irgendwo im Nordpol oder so. Keine Ahnung, wo wir sind, aber auf jeden Fall ist es scheiße kalt hier. Und ich habe schon wieder das Geräusch gehört, was mir nicht gefällt, aber naja. Bisschen blöd. Ach so, das sind jetzt die Notfallpatienten. Aber das sollte dann heißen, dass wir jetzt unseren ersten Stern bekommen. Hoffe ich zumindest sehr. Es ist schon cool gemacht. Ach Gott, wie grau die sind. Verdammte Axt. Oh, erster Stern. Okay. Okay, das kennen wir ja. Freigeschaltet. Enzyklopädie, Buchregal und Deluxe Entleuchter 3. Oh, schön. Deluxe Entleuchter 3. Schön. 2 Sterne Krankenhaus. 10 Mitarbeiter ausbilden. Forschungspunkte 2000. Und 50 Patienten heilen. Ja gut. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Problem. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir denn... Hier wartet niemand. Also, dann tun wir das mal upgraden, Freunde. So. Was ist hier? Oh, was hast denn du? Was ist das für ein Gesicht? Unzufrieden. Wurde ins Zimmer gerufen. Ja gut, okay, da hat jetzt zu lange gewartet. 309 Tage. Ja, so ein Jahr, ne? Wir sind hier... Ja, wir wissen ja, woran es liegt. So, ich kann jetzt nicht. Es läuft gerade eine Weiterbildung.
Oh, haben wir nicht geschafft. Scheiße. Kann jetzt auch nicht befördern. Und das kann ich jetzt auch nicht machen. Dieser Ton. Ding, ding. Und hier haben wir auch ein Problem. Also so langsam gerät mir das außer Kontrolle, habe ich das Gefühl. Tatsächlich. Das gefällt mir nicht. Also das haben wir jetzt wieder im Griff einigermaßen. Hier auch. Es ist nicht so viel. Gut. Ich hoffe, dass es gut läuft noch, ne? Dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Kohletechnisch läuft es jetzt wieder. Ich könnte hier jetzt natürlich eine Riesenstation reinmachen, weil wenn ich das mir angucke. Aber warum warten die alle? Die können doch hier rein. Warum muss der mit Farbtherapie hier rein? Hat er noch was anderes? Achso, er muss das Diagnose gestellt kriegen. Okay. Tja, ich glaube, wir brauchen hier noch eine Station. Eine große Station, Leute. Ich glaube, das würde Sinn machen. Wenn ich mir angucke, wie viel Platz wir da. Ja, komm. Ja, damit dann ist das halt hier voll, ne? Aber dann ist es halt so. Wir müssen jetzt auch ein bisschen mal. Bisschen größer denken. So, Betten. Das müssen wir jetzt leider tun. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, weil. Natürlich brauchen wir den Platz. Wir haben zwar noch viele Dinge, wo man kaufen können, aber. Trotz allem. Sollten wir es vielleicht nicht übertreiben. Aber hey, komm. So. Das sollte jetzt erstmal reichen, oder? Ein paar Spinte hier hin. Und ich habe schon wieder den Ton gehört. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich echt wahnsinnig. So, das sollte auch reichen. Ah, ding, ding, ding. Ich werde. Oh, nee, nee, mir fällt da nichts mehr ein dazu. Gut. Zack. Und dann stellen wir hier gleich eine Schwester ein. Ne, einen Krankenpfleger brauchen wir ja. Motiviert? Ja, Party. Anstrengender Partygast. Das soll hier kein Party machen, sondern arbeiten. Und jetzt haben wir schon wieder hier alles voll mit der Arztpraxen. Was ist denn los hier? Wir explodieren. Ja, wie viel haben wir Zeit? Ja, komm, ist okay. Später weiterbilden. 3 von 7 Patienten geheilt. Also unsere Farbtherapie ist nicht so der Wahnsinn, ne? Wir können es aber auch nicht verbessern. Eieieiei. Und wieder stirbt uns einer. Was macht man jetzt? Ich glaube einfach, dass die zu lang dauern. Deswegen kaufen wir das hier noch. Die brauchen einfach zu lange. Oder wir brauchen zu lange, um eine Diagnose zu stellen. Deswegen werde ich hier jetzt noch ein, zwei Arztpraxen reinbauen und dann mal sehen, was passiert. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Ich mag das nicht, wenn so viele Leute bei mir sterben. Das ist. Nee. Das nervt. Das nervt. Hört auf zu sterben. Genau. Nee, ihr wisst, was ich meine. Das ist schade. Wir geben uns so viel Mühe. Und dann. Kommt Desinfektionsspender. Kommt auch noch hier rein. Unsere Pflanze nicht zu vergessen. Halt unsere Heizung dürfen wir auch nicht vergessen. Heizung. Ja, komm, passt. Jetzt haben wir hier noch eins. Ich glaube, jetzt stelle mal noch einen Arzt ein. Hauen den hier rein. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was er kann, ne? Naja. Hygienisch habe ich noch gelesen. Er hat einen Desinfektionsständer. Das ist okay. Jetzt tun wir hier noch zwei Bänke hinstellen. Und auch hier einen Heizkörper noch. Hier an die Wand, weil hier können wir eh nichts machen, ne? Weil. So. Okay, das werden jetzt richtig weite Wege. Wir werden wahrscheinlich nämlich sowieso noch mehrere Sachen brauchen, wie hier. Ach so, die haben ja. Habe ich überhaupt ein Clownszimmer? Hier sind Clown-Typen. Wir brauchen hier ein Clownszimmer. Warum? Ich habe gedacht, das haben wir schon. Haben wir ja gar nicht. Was ist Klaus? Zirkustherapie brauchen wir. Die machen wir jetzt auch ein bisschen größer, weil der Raum muss ja so sein. So. Zack. Ich habe auch ein bisschen den Überblick verloren. Das ist richtig viel Micromanagement, habe ich das Gefühl gerade. Ich bin ein bisschen überfordert. Aber auch das bekommen wir hoffentlich hin. So, Posterclownerei. Das passt doch hier.
Wie die Faust aufs Auge. Oh, eine Kanone. Oh, die will ich haben. Ich will die Kanone haben. So, die sieht doch wunderschön aus. So, und zack. Okay, jetzt müssen die nochmal alle hier rüber. Und dann können sie hier natürlich auch sich heilen lassen. Da haben wir jetzt endlich dafür auch was, weil hier stirbt schon wieder einer. Warum? Warum stirbst du? Dreckiges Mundwerk. Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich zu lange gewartet. Hm. Ich weiß es nicht. Wie sieht's denn aus? Da warten 3. Das ist okay. Da warten 4. Das ist schon wieder... Es ist echt brutal. Aber gut, wir werden in der nächsten Folge... Warte mal. Ich muss erstmal hier Weiterbildung. Nicht jetzt. Dich können wir weiterbilden. Komm. Was machen wir denn für einen Kurs? Was machen wir mal? Behandlung hört sich doch gut an. So, verfügbare Teilnehmer. Ja, komm, nimm mal dich mit rein. Und nimm mal dich mit rein. Und dann müssen wir... Oh, wir haben sogar welche, wo das können, aber... Ich glaube, wir brauchen gerade alle. Deswegen geben wir Geld aus und starten den Kurs. Und dann war es das schon wieder für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auch wenn hier jetzt wirklich... Ich weiß nicht, wie viele Leute gestorben sind. Das sind viele. Viel zu viele. Ich hoffe, nächste Folge läuft ein bisschen besser. Der dritte Stern wird auch noch eine Weile auf sich warten lassen. Wir müssen ja eh weiterbilden, deswegen ist das ganz gut. Die Forschungspunkte dauern auch, aber so ist es eben. Gut, Freunde, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.